Hallo Zuckerschrecken! Ich habe heute ein ganz wichtiges Video für euch. Und zwar, weil ich da ganz viele E-Mails gekriegt habe und hier unter den anderen Videos wurde das auch schon ganz oft gefragt. Worauf soll man achten, wenn man einen Brauchtwagen mit Autogas kauft? Es werden ja manchmal Fahrzeuge angeboten, die schon LPG umgerüstet sind. Und worauf soll man da achten? Die sind manchmal ja gar nicht allzu viel teurer. Und das möchte ich auch, euch auch sagen. Und dann, ey, macht mal nicht so einen Krach, ich mach gerade ein Video. Wir haben gerade Mittag gegessen. Wir gehen gleich auch anschließend nochmal in die Werkstatt, zeigen wir euch, wie weit die Mopars sind. Viele Autohäuser, die nehmen nicht besonders gerne Autos, die schon auf Gas umgerüstet sind, in Zahlung. Weil die müssen ja, die haben ja ihre Gewährleistung, ihre Händlergewährleistung, die sie weitergeben müssen an die Kunden. Und wenn dann an der Gasanlage irgendwo ein Problem ist, na, dann werden die natürlich mit einem Problem konfrontiert, wo keiner so gerne mithilft. Vor allem, wenn man nicht weiß, was für eine Gasanlage da drin ist und alles. Ne? Und die wissen das dann natürlich nicht. Die nehmen irgendeinen Gebrauchtwagen in Zahlung, der ist auf Autogas umgerüstet, ja, das Auto müssen sie wieder verkaufen und das machen sie nicht gerne. Und deswegen ist es teilweise sehr, sehr günstig, wenn man sich ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, was schon auf LPG umgerüstet ist. Ne? Aber ob das jetzt so ein Schnäppchen ist oder nicht, das verrate ich euch jetzt. Das große Problem besteht eigentlich immer darin, dass wenn man so eine Annonce sieht, zum Beispiel, ich sage jetzt mal BMW 540 E61, Autogas LPG, steht da mal bei mobile.de oben drüber jetzt oder bei Autoscout oder sonst irgendwas. Und dann guckt man sich die schönen Fotos an und man sieht überhaupt gar keine Fotos von der Gasanlage. Die fotografieren meistens die Motorräume gar nicht oder die Gasanlage gar nicht oder weiß man gar nicht, was für eine Gasanlage das ist. Ja, dann ruft man da an und der Verkäufer sagt, ja, ist eine LPG-Gasanlage. Und die wissen es auch meistens nicht, was für eine Gasanlage ist. Ne? Dann kann man sich vorsichtshalber den Fahrzeugschein kommen lassen. Dann sieht man, A, ist die Gasanlage überhaupt in die Papiere in den Papieren eingetragen. Das ist ja das Allerwichtigste. Und man sieht natürlich auch, was für eine Gasanlage das ist. Ne? Nun ist es aber auch schwierig, wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug mit einer Gasanlage kauft, für die es keinen technischen Support mehr gibt. Weil es den Gasanlagenhersteller nicht mehr gibt oder weil es keinen deutschen Importeur mehr dafür gibt oder sonst was. Ich sage jetzt mal so eine Hausnummer, was sehr häufig ist. Zum Beispiel Ökotec gibt es nicht mehr. Die Anlagen sind teilweise noch verbaut. Oder OMVL, Dream P, OMVL gibt es noch. Ist Westport Prinz Gruppe jetzt mittlerweile. Aber die OMVL, Dream P, da gibt es keinen Service mehr für. Oder, naja, ganz schwierig wird es dann auch mit den italienischen Anlagen, die auch gar nicht so schlecht sind. Tartarini, Emegas, Bigas. Die Anlagen sind nicht besonders schlecht, aber es gibt auch schwierig Service dafür in Deutschland. Ne? Man hat es schon mal ganz gut, wenn man sich eine Gasanlage mit dem Weltmarktführer hier, Prinz, ich hasse es eigentlich immer. Ich muss immer Prinz sagen, aber es ist nun mal leider Weltmarktführer. Und er hat auch, ich hatte das in den Technikvideos erklärt, warum ich zu Prinz tendiere. Die meisten Fahrzeuge haben eben halt auch eine Prinz drin, das ist eben auch sehr gängig. Ne? Das ist schon mal ein guter Indiz dafür, dass eine Markengasanlage drin ist, für die es eigentlich in Deutschland relativ guten Service gibt. Das ist aber auch wirklich das Einzige. Man weiß nicht, wie gut ist die Gasanlage eingebaut, wie gut ist die Gasanlage eingestellt, wie ist die Eingasung gemacht an den betreffenden Zylindern und. Ne? Das sind alles immer solche Fragen, die diese Beantwortung, ich sag jetzt mal eine Kaufberatung für ein gebrauchtes Fahrzeug auf Autogas, gar nicht so einfach machen. Ne? Also ihr könnt ein Schnäppchen machen, ihr könnt aber auch auf die Schnauze fallen. Wir haben es sehr, sehr oft, dass Leute darauf reingefallen, na, reingefallen kann man auch nicht sagen, die haben sich ein Auto gekauft mit einer Gasanlage drin. Ne? So, dann lief die Gasanlage nicht mehr richtig, ja, was macht man da? Reparieren lohnt sich meistens nicht für eine 10 Jahre alte Emme-Gasanlage oder so, da fängt man an Fehler zu suchen und die Injektoren neu zu machen, dann hat man immer noch für einen relativ hohen Kostenaufwand von, was weiß ich, 6, 7, 8, 900 Euro, was so eine Überholung oder Reparatur der Gasanlage kostet, hat man immer noch alten Mist drin. Ne? Wir tendieren heute dazu auch zu sagen, okay, das Auto ist auf Gas umgerüstet gewesen, der ist jetzt schon 150, 200.000 Kilometer mit Gas gefahren, aber der ist in Ordnung, Problem daran, wir schmeißen nur den Frontkit raus und bauen einen neuen Frontkit rein, das, was man den Gastank, wie gesagt, behalten kann. Ne? Das kann man zum Beispiel machen. Oder eben halt muss man natürlich auch darauf achten, dass der Gastank nicht abgelaufen ist. Ich habe das ja gesagt, diese Druckbehälterverordnung, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Also Gastanks halten eigentlich ewig, die muss man nicht tauschen. Aber es gibt sehr alte Gastanks, da steht auf dem Tankzertifikat drauf Ablaufdatum oder auf dem Tank auch drauf Ablaufdatum. Bei manchen steht es auch mit dem Fahrzeugschein reingeschrieben, dass der Tank nicht mehr nach 2019 oder sowas zu verwenden ist. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ne? Nun, also was ist wichtig? Gehen wir die Punkte nochmal durch. Was für eine Marke der Gasanlage? Gibt es dafür Service?
in Deutschland? Gibt es guten Service in Deutschland? Wie ist die Gasanlage eingebaut? Das kann man immer ganz schlecht sehen. Aufgrund vielleicht unserer Videos, wie eine Gasanlage eingebaut werden sollte, wie die Eingasung aussehen sollte. Man kann sich die Kabelbäume angucken, ob das gefuscht ist oder sowas. Das ist schon mal ein guter Indiz. Bitte darauf achten, dass der Tank kein Ablaufdatum hat, beziehungsweise oder wie lang der. Das wäre ein bisschen blöd. Also muss man den Tank auch noch austauschen. Also was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt einen Gebrauchtwagen, den wir uns kaufen, der auf Gas umgerüstet ist. Er hat einen Frontkit drin, sag ich mal, von Ökotec, die es schon seit 10 Jahren nicht mehr gibt. Blöd, gibt es keinen Service für. Ja, der Tank läuft ab, auch nicht. Also was hat man dann? Ne? Da kann man das Auto also einmal komplett wieder neu umrüsten. Jetzt weiß man aber auch nicht, ist der 150, 200.000 Kilometer zu mager gefahren? Hat der Motor gelitten, weil er nicht richtig eingestellt war, weil er zu mager, weil er unterdimensioniert war oder sonst irgendwas? Hat der Cut schon gelitten? Das sind alles solche Sachen, die man nicht weiß. Und deswegen kann man eigentlich zu dem Kauf eines Gebrauchtwagens, der schon auf Gas umgerüstet ist, nicht besonders gut dazu raten, das zu tun. Ne? Man kann da sehr viel Glück haben. Ich habe auch selber schon mal zwei Autos gekauft, die waren auf Gas mit einer Print sogar umgerüstet. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, da habe ich Glück gehabt. Das haben gute Mercedes-Vertragswerkstätten gemacht. Die Fahrzeuge sind auch im Rahmen einer Schulung beim damaligen Prinzimporteur umgerüstet worden. Von daher haben die sich dann natürlich auch Mühe gegeben und das war natürlich auch sehr gut. Ne? Aber dieses Glück muss man nicht haben. Also wir haben sehr viele Leute, die haben sich gebrauchte Autos mit Autogas gekauft und sind dann eben halt reingefallen. Da musste man sehr viel nacharbeiten oder ein neues Frontkit reinbauen oder gleichzeitig eben den Tank mit erneuern und. Ne? Das ist eben das Problem. Ne? Nichtsdestotrotz, kauft euch, wenn ihr so ein Auto haben möchtet und ihr habt mit dem Besitzer telefoniert und ihr habt einen Besichtigungstermin, kauft euch einen OBD-Tester bei eBay und lest die Langzeit- und Kurzzeitkorrekturen aus. Natürlich ist der Indiz, ob das gut ist oder nicht, auch schon mal, ob die Motorstörungslampe an ist oder nicht. Also ein Fahrzeug mit Motorstörungslampe an kauft man sowieso nicht, mit Gas sowieso auch erst recht nicht, aber die kann man natürlich auch schnell löschen und meistens dauert das auch 100, 200, 300 Kilometer, bis die Motorstörungslampe dann wiederkommt. Das ist auch das Blöde daran. Ne? Der löscht dann über seinen eigenen OBD-Tester, seine MKL, Motorkontrollleuchte heißt das, und dann besichtigt man das Auto und ist natürlich alles sauber. Ne? Also man kann das anhand der Langzeit- und Kurzzeit-Trimwerte kann man sich das natürlich angucken. Ne? Nehmt euch einen OBD-Tester aus dem eBay oder sonst irgendwo, steckt den rein, lest die Langzeit- und Kurzzeit-Trims aus, so wie ich das mache in den Einstellvideos. Ne? Lest die aus, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, entschuldigt bitte. Und schaut euch das an, dass die Langzeit- und Kurzzeit-Trimwerte exakt genauso sind wie auf Benzin. Ne? Fahrt mit dem Auto wahrscheinlich auch Vollgas und guckt euch an, wie die Trimwerte da aussehen. Bei Fahrzeugen mit Spannungssprungsonde darf der Lambda-Wert nicht unter 500 Millivolt fallen. Bei Fahrzeugen mit Breitbandlampensonde, die regeln durch. Da kann man auch bei Volllast kurzzeitig eben auch gucken, ob die Trimwerte weit ins Plus gehen, ob der zu mager läuft oder was. Ne? Das ist eigentlich sehr wichtig. Ne? Der empfindlichste Betriebszustand einer Gasanlage ist eigentlich grundsätzlich immer das Standgas. Bedeutet, wenn das Auto auf Benzin im Stand läuft, wenn ihr den besichtigt, dann schaltet auf Gas um. Dann gibt es vielleicht ein kleines Ruckeln, weil er auf Gas umschaltet. Aber läuft er dann exakt genauso rund wie auf Benzin, dann ist das schon mal ein ganz guter Indiz dafür, dass die Injektoren alle noch heile sind, dass die noch gut läuft. Ne? Wenn er darf auf Gas nicht unrunder laufen als auf Benzin, dann haben wahrscheinlich die Injektoren schon irgendwelche Probleme oder schlecht eingestellt oder schlecht eingegast oder so. Ne? Das ist dann immer schwierig. Ne? Also was kann man abschließend global sagen zum Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges, der schon auf Gas umgerüstet ist? Ne? Am besten nicht machen, zu dem Umrüster eures Vertrauens natürlich, am besten zu uns gehen, das Fahrzeug umrüsten lassen und glücklich sein, ne? Oder Glück haben. Ein bisschen Glück spielt da natürlich auch ein bisschen mit, aber was soll man dazu sagen? Ne? Guckt euch die Autos ordentlich an, guckt euch an, wie das verarbeitet ist, guckt euch die Trimwerte an, guckt euch das Tankablaufdatum an, guckt euch an, ob es für die Gasanlage, die da drin ist, ob es einen guten Deutschlandservice dafür gibt und. Ne? Im Zweifelsfall fragt nach bei uns, ruft mich an, ich kann euch da auch helfen. Ich mache hier jetzt auch nochmal diesen PayPal-Bezahllink da rein. Wer dann was spenden möchte, wenn ich ihn beraten habe bei dem Gebrauchtwagenkauf oder bei dem Kauf eines Gebrauchtens, der schon auf Gas umgerüstet ist, dann kann er eine kleine Spende auf unser PayPal-Konto hinterlassen. Bin ich, wie gesagt, nicht böse drum, wisst ihr ja. Ne? Ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Gasanlagenhersteller, Autogastank darf nicht abgelaufen sein, Auto muss im Stand rund laufen, ist klar. Motorstörungslampe darf nicht an seinen Trimwerte überprüfen. Und im Zweifelsfall uns anrufen. Ne? Das ist wichtig.
damit ihr da nicht auf die Schnauze fällt und kein Geld verschenkt. Ne? Am besten ist es natürlich wirklich, sich ein gut gepflegtes Benzinfahrzeug zu kaufen, wo man weiß, da ist noch nichts rumgefuscht worden, der ist noch nichts mager gelaufen, Cut-Motor hat noch nicht gelitten und alles. Und dann rüsten wir den ordentlich um und dann wird er auch in Zukunft nicht leiden. Das ist natürlich das Beste. Ne? Viele Umbusse sind natürlich heute wahrscheinlich auch schon besser geworden. Sag ich mal, vor 10 Jahren waren die Gasanlagen auch noch nicht so gut. Ne? Und deswegen ist es auch noch vielleicht ein Punkt, dass man da gar nicht so unbedingt zu raten kann, ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen, was schon umgerüstet ist. Ne? So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch noch mit in die Werkstatt nehmen. Doma hat bei dem REM 2500 mit dem 6,4er Hemi den Tank schon runtergebaut. Meffi ist, glaube ich, auch jetzt schon gerade dabei bei dem Tank. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Ich lasse das Video an. Die haben gerade drüben gegessen. Ich habe jetzt Stativ. Ich hoffe, ich ruckel jetzt nicht mit dem Stativ hier überall so viel dran. Das Telefon bimmelt auch. Ja. Ja. Ute ist am Telefonieren. Ja. Vielleicht winkt sie wenigstens mal. Winken? Ja. So, alles klar. So, habt ihr gesehen? So, alles klar. Ich gehe mit euch in die Werkstatt. Unser Meffi ist auch. Meffi! Meffi, auch hier, unser Drome kommt gerade aus dem Lager gelaufen und Drome ist ein bisschen krank. Der hat auch so kleine Augen, macht er auch, als wenn er 3 Wochen nicht hat. Habe ich nicht gesagt. Was? Das sind, Flexleitungsverbinder, ne? Das sind die Verbinder, wo die Flexleitung draufkommt. Hier kommt die Flexleitung drauf, auf der anderen Seite verhält sich das wie eine 8 mm Kupferleitung, ne? Habt ihr aber auch schon mal beim Q&A oder was gesehen, ne? War kein wichtiger Anruf? Ach so, okay. Erdbeben! Oh, hör doch mal auf, blöd Mann, du musst wieder stören, ne? Guten Tag, Meffi! Morgen. So, wolltest du mal was zeigen hier? Hat er schön gemacht, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, was ist original, was ist nicht original? Was noch, Steuergerät hingemacht? Steuergerät ist hier unten drin, das habe ich schon gesehen. Da kann man jetzt natürlich die Lampen auch sehr schlecht wechseln, weil es da unten drin ist, aber das Steuergerät kann man ganz einfach ausklinken. Das neue Kunststoffsteuergerät hängt ja nur in dieser Plastikklammer. Das kann man rausnehmen, wie gesagt, da kann man auch die Birnen gut wechseln, ne? Keen Elektron hat er da oben drauf. Schön links, rechts. Ich hab Dome irgendwie ein bisschen angesteckt. Ne? Ein bisschen, ja. Du siehst doch echt kacke aus, ne? Mach bloß nicht krank. Ich aber sonst auch. Und wenn du krank machst, dann bringe ich dir auch eine Suppe. Ne? Ja, ne? Du hast dich auch schön um mich gekümmert. Hast du Schlauch in der Hand? So, Dome hat den Tank runtergebaut drüben. Das zeigen wir euch jetzt auch. Ausgesaut, ne? Also nicht wundern. Wieso? Weil ich noch nicht aufgeräumt habe. Ach Quatsch, schlimm ist das doch gar nicht. Doch, sieht schlimm aus. Dahin vor allen Dingen. Na, da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß, deswegen, ja. Kann sein, dass du das Auto ein bisschen hochmachst. Das war magnetisch und hat uns einen neuen Akkuschrauber gegönnt. Ja, das richtig schöne Metabo-Akkuschrauber, ne? Ja. Ach, wir dürfen keine Werbung machen. Ach so, nee, dürfen wir auch nicht. Es sei denn, Metabo bezahlt uns mal Kohle dafür. Das wäre geil, ne? Ja, bin ich auch überlegen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Vielleicht sollten wir mal gewisse Firmen anschreiben, dass wir Werkzeugtests oder so machen. Ne? Das können wir ja auch, ne? Warum sollen denn da immer nur so die Autodoktoren und alle so damit Kohle verdienen? Können wir doch auch, ne? Kriegen wir gratis Werkzeug, können das testen und kriegen vielleicht noch ein bisschen Werbemoney oder so, ne? Deine Idee, ne? Kannst du es runter? Ja. Fass es gleich wie bei jedem. Oh, warte mal, ich habe mein Stativ hier drunter. Kann ich auch vielleicht stehen lassen ein bisschen. So. Kann man dann tanken? Macht man dann so, ne? Ja, hier mit dem Kabelbinder dran machen, ne? Hier mit dem Kabelbinder dran, so. Und dann kann man hier einen Adapter drauf schrauben und tanken. Das reicht doch, ne? Natürlich nicht. Tankreifen ist hier. Das ist nur zum Befüllen, weil ich da diese Ventile reindrehen muss. Und so, kontrolliere ich, ob der Tank sieht. Das zeige ich mal eben. Das ist ein Vierloch-Tank. Da hat er oben die Ventile reinwirken müssen, ne? Da oben. Das ist immer so ein bisschen sehr viel Arbeit. Man braucht auch sehr viel Kraft bei diesen Vierlochtanks. Und man weiß immer nicht, ob die dicht sind. Und deswegen macht er eine Vorbefüllung. Und dann gucken wir schon mal die Dichtigkeit an, bevor wir den komplett damit fertig der machen. Der Unrecht, ne? Drunter ist. Wie soll man ja, hier? Das hat er auch schön gemacht. Man sieht oben. Willst du mal eine Lampe eben geben, Dome? Ja, kann ich hier. Muss ich eben einer holen. Hol mal eben eine. Das sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus. 720 mal 350. 122 Liter. Schönes Auto. Ja, der eine kommt aus Bayern und der andere kommt natürlich aus Köln. Ne? Also die kommen doch nicht aus der gleichen Richtung. Ne? Habe ich irgendwie auch ein bisschen verpasst. Ist irgendwie ein geiles Auto. Aber habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ne? So, Dom holt gerade mal eine Lampe. Hier hat er die Befestigung da oben gemacht. Da oben durch den Holm durch. Das ist sehr schön. Aber nicht reingebohrt, sondern vorne Löcher genommen. Jawohl, das ist gut. Jawohl, schöne dicke fette Scheiben drunter, oben gegengekontert, unten gegengekontert, kommt auch überall wieder Wachs rein, wie es vorher war. Bei Xanders da hinten hat er ein dickes fettes Flacheisen gemacht. Sehr, sehr schön.
So kann man es auch ganz gut sehen. Schön befestigt. So, und das sind jetzt die vier Ventile. Ne? Hatte ich auch schon mal gesagt. Hier ist Entnahme, da oben ist Überdruck, den sieht man jetzt schlecht. Hier ist für den Schwimmer Betankungsuhr, also Tankanzeige. Und hinten ist natürlich das Befüllventil. Ne? Hast du gerade Entnahme gesagt oder hast du Befüll gesagt? Das ist Entnahme. Genau. Das ist Entnahme und da hinten ist Befüll. Genau. Hier ist Tankanzeige mit Schwimmer drin. Und da oben ist 27 Bar Überdruckventil. Das hatte ich ja schon gezeigt. Ja, das sieht auch gut aus. Mal fertig. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, mach das fertig. Ja, ich habe gerade ein Video gemacht über Tipps zum Gebrauchtwagenkauf mit Autogas. Ne? Ob das so eine gute Idee ist. Ne? Ja, das sagte ich ja. Kann eine gute Idee sein, muss aber nicht. Ne? Kommt drauf an, was für eine Anlage drin ist. Kommt drauf an, ob der Tank abläuft. Und kommt drauf an, wie sie eingestellt ist. Ja, eingebaut ist. Ob es einen Deutschlandservice für die Anlage noch gibt und so. Ne? Hatte ich eben gerade schon gesagt. Gut, soweit zu heute. Das schneide ich euch jetzt erstmal fertig. Wir haben noch ganz viele andere Ideen mit Videos, aber wir kommen nicht dazu. Wir müssen uns mehr Videozeit nehmen. Ja. Ne? Machen wir auch. Aber jetzt sind wir erstmal wieder alle krank. Ich bin auch noch ein bisschen unscheinbar. Ich weiß gar nicht, warum das nicht weggeht. Ja. Krieg zu wenig Tee von Marlet. Ja. Alles klar. Bis später. Tschüss.